Man hört fast nur Schlechtes über den Zustand der Welt. Es ist Zeit, einen anderen Blick auf die Dinge zu werfen. Wir haben für Sie gute Nachrichten vom Planeten. Beispiel Landwirtschaft. Wo Äcker und Monokulturen entstehen, verschwinden immer mehr Vögel und andere Wildtiere. Doch am Bodensee sieht man, wie man sie zurückholen kann. Auch aus der Schweiz kommen gute Nachrichten. Die Regierung tut viel, um die artenreichen Almen zu erhalten. Denn hier ist Naturschutz Staatsangelegenheit. Und auch für den Regenwald gibt es Hoffnung. In der Republik Kongo zeigt eine Holzfirma, dass man den Wald nutzen kann, ohne den Lebensraum der Gorillas zu zerstören. Wenn von den Tropen die Rede ist, bestimmen Katastrophen unser Bild vom Regenwald. In Afrika ist es häufig die Suche nach Gold und anderen Bodenschätzen, die eine Spur der Verwüstung hinterlässt. Brandrodungen in südamerikanischen Regenwäldern schaffen Platz für die lukrative Viehhaltung. Und in Südostasien verdrängen Palmölplantagen den ursprünglichen Wald. Auch die Nutzung von Tropenholz gilt als Verbrechen an der Natur. Es scheint so, als könnten wir den Regenwald nur nutzen, indem wir ihn zerstören. Auch im Norden der Republik Kongo sieht es auf den ersten Blick so aus, als würde der Mensch nur stören. Als hätten die Gorillas keine Chance, weil die Zivilisation immer tiefer in die Regenwälder vorrückt. Hier ist die Heimat der westlichen Flachlandgorillas. Und er ist das Oberhaupt einer Familie, die aus mehr als 20 Tieren bestehen kann. Die Tiere gelten als ausgesprochen friedlich und verbringen die meiste Zeit am Boden. Doch sie sind auch äußerst geschickte Kletterer. In keinem anderen Land leben mehr dieser Menschenaffen als in der Republik Kongo. Doch sie sind nicht allein. Holzfäller bereiten sich früh morgens auf ihren Arbeitstag vor, mitten im Urwald. Forstingenieur Jean-Paul Bellinga sorgt dafür, dass der Zeitplan eingehalten wird. Diese Männer arbeiten allerdings für keine normale Holzfirma, sondern für die IFO, die Industrie Forestière de USO. Für eine Fläche von 11.000 Quadratkilometern hat die IFO vom Staat eine Forstkonzession erworben. Deswegen darf sie das Holz in dem riesigen Waldgebiet nutzen. Nur einzelne wertvolle Bäume werden gefällt. Und damit die Käufer nachvollziehen können, woher das Holz stammt, werden die Bäume mit einer Nummer versehen. In einer Karte sind genau die Bäume markiert, die gefällt werden sollen. Ebenso wichtig für die Arbeiter, auch die Bäume und Gebiete, die verschont bleiben sollen, sind gekennzeichnet. Ein gefällter Baum bedeutet nicht automatisch, dass der Wald zerstört wird. Denn wir fällen längst nicht alle Bäume. Wir dürfen nur Bäume mit einem bestimmten Mindestdurchmesser fällen. Que nous avons déjà mis sur l'aménagement.
Das ist also keine Zerstörung. Das ist eine Form von Ernte und absolut verantwortlich. Mit den geringstmöglichen Schäden. Die IFO fällt jeweils nur einen Baum auf einer Fläche von etwa 2 Fußballfeldern. Eine Maßnahme aus wirtschaftlichem Kalkül. So bleibt der Wald langfristig erhalten und mit ihm das Geschäft der Holzfirma. Dafür sorgen der Kameruner Jean-Paul Belinga und der Franzose Antoine Couturier. Voraussetzung für diese umsichtige Nutzung des Waldes sind die Karten, in denen jeder Baum des Einschlaggebietes eingezeichnet ist. Diese Karten sind so präzise, weil die Holzfirma fortlaufend eine Inventur des Regenwaldes durchführt. Die Mitarbeiter bestimmen von jedem Baum, der hier wächst, die Art und wie dick er ist. Denn für jeden Baum, der gefällt werden soll, gilt ein Mindestumfang, ab dem man ihn fällen darf. Die jüngeren, dünneren Bäume bleiben stehen. Und auch die alten, sehr dicken Bäume mit mehr als 2 Metern Durchmesser werden nicht gefällt. So bleibt der größte Teil des Waldes unangetastet. Außerdem arbeiten sie nicht die ganze Zeit im gesamten Konzessionsgebiet, sondern jedes Jahr nur in einem Bruchteil davon. Das Gebiet haben sie in 30 Zonen eingeteilt. Im ersten Jahr fällen sie nur Bäume in der ersten Zone. Im nächsten Jahr fällen sie in der zweiten Zone und so weiter. Bis sie erst nach 30 Jahren wieder bei der ersten Zone ankommen. In der Zwischenzeit kann sich der Wald erholen, weil er in Ruhe gelassen wird. Neben den Bäumen erfasst die IFO auch die Tiere im Regenwald. Die Kolobusaffen, genauso wie die Gorillas und Waldelefanten. In Gebieten mit besonders vielen oder seltenen Tieren werden keine Bäume gefällt. Mehr als 1/4 des Gebietes hat die IFO unter Schutz gestellt. Am Ufer des Sanga liegt die Sägerei der IFO, des größten Arbeitgebers der Region. Die Arbeitsweise der Holzfirma zahlt sich aus, weil sie den Wald nachhaltig bewirtschaftet, die Interessen der Bevölkerung berücksichtigt und die Tierwelt respektiert, darf ihr Tropenholz mit einem Siegel des FSC ausgezeichnet werden. Dem Siegel für verantwortungsvolle Forstwirtschaft. Damit ist die Republik Kongo ein Vorbild für andere Länder. Wenn man die FSC-zertifizierten Tropenwälder der Welt zusammennimmt, entspricht das einem Gebiet, das rund 3-mal so groß ist wie die Schweiz. Und obwohl die Republik Kongo ein relativ kleines Land ist, steuert sie allein ein ganzes Viertel dazu bei. Und was haben die Gorillas davon? Um das herauszufinden, haben unabhängige Wissenschaftler die Tiere gezählt. Genauer gesagt, ihre täglich neu gebauten Schlafnester. Der Vergleich der Zählungen von 2007 und 2014 ergab Erstaunliches. Im Wald der Holzfäller leben etwa 70.000 westliche Flachlandgorillas. Mehr als irgendwo sonst. Sogar weit mehr als im benachbarten Nationalpark. Und ihre Zahl ist im Laufe der Jahre stabil geblieben. Fazit: Nachhaltige Waldnutzung lohnt sich auch für die Gorillas. Apropos lohnenswert. Wussten Sie, wie der teuerste Kaffee der Welt entsteht? Im Norden Thailands gibt es eine Auffangstation für misshandelte Elefanten. Gefüttert werden die Tiere mit Reis und Bananen. Aber auch mit handgepflücktem Kaffee.
Und wenn der wieder hinten rauskommt, werden die Bohnen gereinigt, getrocknet und geröstet. Der Preis lässt vermuten, dass der Kaffee ein ganz besonderes Aroma hat. Ein Kilo kostet über 1.800 Euro. Ein Teil des Erlöses geht an die Elefantenschutzstation. Und an die Menschen, die sich um die Elefanten kümmern. Und die veredelten Kaffeebohnen. Die nachhaltige Nutzung des Regenwalds lohnt sich auch für die Anwohner. In Ngombe leben 1000 Angestellte der Holzfirma mit ihren Familien. Es gibt eine Klinik, sauberes Wasser und kostenlosen Strom. Aus dem ehemaligen Dorf ist eine Kleinstadt mit bescheidenem Wohlstand geworden. Samstagnachmittag trifft man sich zum Fußballspiel oder vor der Terrasse von Etienne. Im eleganten Outfit tanzen sie zu den Liedern des Musikers Rufin Guleba Osebi. Hier zeigt sich, verantwortungsvolle Forstwirtschaft mit FSC-Siegel ist ein Gewinn für Mensch und Regenwald. Ein weiteres Beispiel für die Beziehung zwischen Mensch und Natur findet sich in den Schweizer Alpen. Hier gibt es eine enorme Vielfalt an Tieren und Pflanzen. Im Sommer verwandeln sich die Almwiesen in ein artenreiches Blumenmeer. Doch diese Vielfalt verschwindet langsam. Man könnte glauben, der Mensch verdrängt hier die Natur, so wie anderswo auch. Aber in den Alpen ist es umgekehrt. Die Almen sind ein Paradies aus Menschenhand. Nur weil Bergbauern seit Jahrhunderten ihr Vieh auf den Bergwiesen weiden lassen, konnte diese einzigartige Landschaft entstehen. Die Weidetiere verhindern, dass einzelne Pflanzenarten andere überwuchern. Und Gräser bekommen durch das Weiden sogar einen Wachstumsimpuls. Das Fatale? Es gibt immer weniger Bergbauern und Hirten. Die Berufe sind hart und bringen nicht genug ein. Dadurch werden Wiesen und Almen nicht mehr richtig genutzt. Hier sehen wir sehr deutlich die verschiedenen Stufen der Unternutzung. Am Anfang wird das Borstgras weniger gefressen. Das nimmt immer mehr zu. Dann folgen Heidekraut, Wacholder, auch das nimmt immer mehr zu. Und am Schluss haben wir so eine geschlossene Fläche an Wacholder. Und das ist natürlich für die Weide total verloren. Reto Elmer beobachtet im Auftrag der Schweizer Regierung die Artenvielfalt der Almen. Denn jedes Jahr wachsen bis zu 1000 Hektar Weidefläche zu. Diesen Prozess nennt man Verbuschung. Kühe und Schafe meiden solche Flächen. Und Büsche und Bäume breiten sich noch weiter aus. Ein Teufelskreis. Doch es gibt Hoffnung. Seit einiger Zeit kommt ein tierischer Spezialtrupp zum Einsatz. Die Bündner Strahlenziege. Alle 3 Tage werden die Tiere an einen neuen Ort geführt. Und dann stürzen sie sich auf das, was andere Weidetiere verschmähen. Grünerlen zum Beispiel. Sie sind sogar effektiver als eine Motorsäge. Die Erle schlägt nicht wieder aus, sondern stirbt langsam ab. Auch wenn die Ziegen die Verbuschung nicht aufhalten, sondern nur bremsen können, fördert der Staat solche Projekte. Noch besser, man lässt es gar nicht erst so weit kommen. Darum unterstützt die Schweiz auch die aufwendige Beweidung der Almen. Und belohnt das Ergebnis.
Reto Elmer dokumentiert im Auftrag der Regierung auch seltene Pflanzen. Zum Beispiel die Teufelskralle, Wundklee, Alpenthymian oder die Glockenblume. Diese Blütenpracht, diese Farben hier, zum Teil auch die Düfte von den Pflanzen, das ist etwas sehr, sehr Schönes. Die Pflanzen sind für Reto mehr als schön. Sie zeigen ihm, wie vielfältig das Ökosystem auf der Wiese ist. Man nennt sie deswegen auch Zeigerpflanzen. Und für die Bauern bedeutet es bares Geld, wenn Reto Elmer eine hohe Artenvielfalt bestätigt. Auf einer Kreisfläche von 6 Metern Durchmesser müssen mindestens 6 von 70 ausgewählten Zeigerpflanzen vorkommen. Für jeden Hektar, der das erfüllt, bekommen die Bauern umgerechnet etwa 130 Euro Zuschuss. Die Qualität ist sehr, sehr gut. Wir haben auf dieser Testfläche mindestens 12 von diesen Zeigerarten gefunden. Es ist ein sehr, sehr schöner Standort, die Qualität überaus gut. Schafe haben einen ähnlichen Effekt auf die Wiesen. Immer bei der Herde, ein Hirte oder eine Hirtin. Sie bleibt den Sommer über mit den Schafen in den Bergen. Sobald eine Fläche abgeweidet ist, zieht sie mit der Herde um. Eine anstrengende, einsame Arbeit. Für Lin Jabali trotzdem mehr als reiner Broterwerb. Ich liebe es, mit den Tieren allein zu sein. Ich liebe die Natur. Und ich finde es wahnsinnig spannend, die Bewegung der Schafe und Hunde zu beobachten. Hier oben bin ich mein eigener Boss. Ich entscheide, was zu tun ist. Mehr oder weniger zumindest. Die Freiheit hier oben. All das ist nur möglich, weil die Schweiz mehr als 150 Millionen Euro im Jahr ausgibt, um die traditionelle Weidewirtschaft mit Kühen und Schafen zu erhalten. Apropos Schafe. Wussten Sie, woher der Ausdruck das schwarze Schaf der Familie kommt? Die Wolle so eines Schafes kann man nicht färben wie weiße Wolle. Sie kann sogar eine ganze Ladung weißer Wolle verderben. Deswegen werden schwarze Schafe als minderwertig betrachtet. Die Bedeutung könnte sich jetzt ändern. Einige Schafzüchter haben inzwischen den Wert der dunklen Wolle entdeckt und züchten ganze Herden in Schwarz. Sie mischen Schwarze mit weißer Wolle zu eleganten Grautönen oder verkaufen sie sogar an italienische Modelabel, die daraus schwarze Edelklamotten machen, ganz ohne zu färben. Klarer Punkt für das schwarze Schaf. Die Schweiz macht vor, wie ein Staat Naturschutz finanzieren kann. Und das zahlt sich aus. Denn nur mit der Artenvielfalt bleibt hier oben ein Naturparadies. Viele Menschen sind fasziniert von Raubtieren. Sie bewundern ihre Stärke und ihre Geschicklichkeit. Doch nur, solange sie in der Wildnis sind. Kommen die wilden Tiere den Menschen und ihrem Vieh zu nah, gibt es Schwierigkeiten. Es scheint so, als würden Raubtiere und Menschen einfach nicht zusammenpassen. Auch im Westen Ecuadors, im Andendörfchen Junguía, gibt es Probleme. Die meisten Menschen, die hier leben, sind Bauern. Ihr Vieh ist ihre Existenzgrundlage. Und das wird immer wieder von Bären und Pumas angefallen. Doch statt die Raubtiere zu töten wie früher, machen sie es heute anders. Dafür hat vor allem ein Umweltschützer aus der nahegelegenen Hauptstadt Quito gesorgt. Santiago Molina.
Er war es, der die Dorfbewohner überzeugt hat, dass ein friedliches Zusammenleben mit den Raubtieren aus dem Dschungel möglich ist. Doch jetzt zweifeln die Männer aus dem Dorf daran. Die Männer haben einen Vorfall mit dem Handy gefilmt. Ein Brillenbär wurde dabei überrascht, wie er eine Kuh tötete. Ein großer finanzieller Verlust für die Bauern. Sie fürchten weitere Angriffe der Bären, auch wenn die meistens Pflanzen fressen. Ausgerechnet den Bären auf dem Video kennt Santiago Molina sehr gut. Jumbo ist ein Bär, der hier in der Nähe gefunden wurde, von seiner Mutter verlassen. Und zwar klar, retten wir ihn nicht, wird er sterben. Er war in schlechtem Zustand, hatte Fliegeneier unter der Haut, was beweist, dass seine Mutter ihn schon einige Tage allein gelassen hatte. Also beschlossen wir, ihn zu retten, um ihn später wieder hier in Junguilla auszusetzen. Er blieb 2 Jahre in einer Aufzuchtstation. 2015 haben wir ihn ausgewildert. An dem Ort, wo er gefunden worden war. Es ist der erste Bär, bei dem das in Ecuador geglückt ist. Jumbo hat sich schnell an das Leben mit seinen Artgenossen im Nebelwald gewöhnt. Er ist genauso schwer zu finden wie die anderen Brillenbären. Weil die Tiere so scheu sind, greift Santiago Molina auf automatische Kamerafallen zurück. Die nehmen alles auf, was ihnen vor die Linse läuft. Und da zeigen sich zum Beispiel auch Pumas. Ups, Puma, Glück gehabt. Auch Brillenbären sind zu sehen. Den Namen haben sie wegen ihrer Fellzeichnung im Gesicht. Die Andeutung einer Brille. Um möglichst viele Bären vor die Kamera zu locken, haben die Männer Stöcke mit Vanillearoma beträufelt und aufgestellt. Mit Erfolg. Der Duft scheint eine ganz besondere Anziehungskraft zu haben. Auf diese Weise hat Molina neben Jumbo schon über 60 verschiedene Bären identifiziert. Apropos Brillenbär. Die Menschen in den südamerikanischen Anden verehrten ihn schon vor mehr als 800 Jahren. Er wurde vor allem wegen seiner Stärke bewundert. Diese Verehrung ging offenbar sehr weit. Begegnete man ihm im Wald, tat man dem Tier nichts zuleide, sondern im Gegenteil. Man warf sich angeblich vor ihm nieder und bot sich selbst als Futter an. Irgendwann im Laufe der Zeit muss dieser Ritus in Vergessenheit geraten sein. Heute haben die Dorfbewohner ihre Angst vor den Bären überwunden, trotz gelegentlicher Zwischenfälle. Im Gegenteil, sie haben den Wert der Bären erkannt. Die Bären können auch eine Chance für den Tourismus sein. Hier können die Besucher die Tiere in ihrem natürlichen Umfeld erleben. Heute gibt es auf einer Anhöhe ein dorfeigenes Restaurant und Gästezimmer unten im Ort. Der Bärentourismus bringt der Dorfgemeinschaft inzwischen mehr Geld ein als die Landwirtschaft. Wir alle in der Gemeinde fühlen diesen Stolz. Wenn man uns fragt, woher kommst du, sagen wir, ich lebe in Junguilla, wo wir dörflichen Tourismus machen, wo wir die Natur erhalten und wo wir die Lebensqualität der Menschen verbessern.
Auch Santiago Molina ist seinem Traum ein Stück näher. Er wünscht sich, dass andere Gemeinden dem Beispiel Junguillas folgen und so ein größerer zusammenhängender Lebensraum für die einzige Bärenart Südamerikas entsteht. Das kleine Dorf in den westlichen Anden zeigt, dass Menschen und Raubtiere nicht nur den gleichen Lebensraum teilen können, sondern sogar voneinander profitieren. Ein Vorbild, das um die Welt gehen könnte. Im Norden Norwegens, in der Nähe des Polarkreises, liegt der Vega-Archipel. Er ist das Brutrevier der Eiderenten. Jedes Jahr im Frühling kommen die schwarz-weißen Männchen mit den dunkelbraunen Weibchen hierher. Doch allein sind sie hier nicht. Der Archipel ist bewohnt. Und viele glauben, dass menschliche Behausungen die wilden Tiere nur stören. Frühling auf der Insel Lornan. Eine Handvoll Menschen repariert kleine Häuschen, die auf den ersten Blick aussehen wie Hundehütten und überall auf der Insel stehen. Ja, Außerdem sammeln sie Seetang, mit dem sie noch etwas vorhaben. 9 Familien kommen im Frühjahr auf die Insel, um diese Aufgaben zu erledigen. Wenn der März kommt, dann packen wir und denken nur noch daran, hierher zu fahren. Das ist ein gutes Gefühl, hier nach Hause zu kommen. Wir wissen vorher nicht, wie es wird. Es ist immer wieder spannend, von Jahr zu Jahr. Denn wenn wir im April nach Lornan kommen, dann kommen auch bald die Enten. Noch sind die Enten in ihrem Winterquartier im Süden Norwegens. Bald werden sie aufbrechen in Richtung Vega-Archipel. Hier gehen derweil die Vorbereitungen weiter. Mit dem Seetang bereiten die Insulaner den Eiderenten Nester in den Hütten und sogar unter ihren eigenen Wohnhäusern. Hier zum Beispiel können 20 Vögel Platz finden. Die Arbeit ist anstrengend. Insgesamt wollen sie mehr als 1200 Nester vorbereiten. Jetzt heißt es warten, bis die Eiderenten zum Brüten kommen. Wann die Wasservögel ankommen und an welchem Tag sie in die Nester ziehen, können die Menschen auch nach Jahrzehnten noch nicht vorhersagen. Jetzt sind die ersten Enten zwar da, aber noch bleiben sie im Wasser. Mitten in einer Mainacht ist es dann soweit. Direkt vor der Insel finden sie sich in großen Gruppen zusammen. Gepaart haben sie sich bereits draußen auf dem Wasser. Dann kommen die ersten Enten an Land. Die schwarz-weißen Männchen begleiten ihre Partnerinnen bei der Wohnungssuche. Allerdings haben die Weibchen das Sagen, denn sie werden allein hierbleiben. Während die Weibchen brüten, ziehen ihre Partner weiter. Erst im September werden sie zurückkehren, um gemeinsam mit den Weibchen wieder gen Süden zu ziehen. Jetzt zeigt sich auch, warum die Enten immer wieder hierher kommen. Auf anderen Inseln müssen die Eiderenten im Freien brüten und sind der Witterung und natürlichen Feinden ausgeliefert, die sowohl Eier als auch junge Entenküken fressen.
Da haben es die Enten auf Lornan besser. Geschützt im Häuschen können das Weibchen in aller Ruhe das Nest mit ihren Brustdaunen auspolstern. 3 bis 4 Wochen wird es jetzt brüten. Dann ist es soweit. Der Nachwuchs ist da. Allerdings muss auch er noch eine Bewährungsprobe bestehen. Der Weg vom Nest ins Wasser ist für die Küken sehr gefährlich. Doch auch darauf haben die Entenhüter der Insel ein wachsames Auge. Diesmal ist alles gut gegangen. Auf dem Wasser sind die Küken in der Gruppe geschützt. Apropos Vögel. Norweger haben offenbar eine Schwäche für diese Tiere. Einer ist sogar norwegischer Brigadegeneral und wurde zum Ritter geschlagen. Sir Niels Olaf, ein Königspinguin, der im Zoo von Edinburgh in Schottland lebt. Und das kam so. 1972 besuchte die Königliche Garde Norwegens ein militärisches Musikfestival in Edinburgh. Bei der Gelegenheit entdeckten sie den Pinguin im Zoo, nannten ihn Niels Olaf und machten ihn zum Ehrenmitglied. Da Pinguine auch nicht ewig leben, hat bereits Niels Olaf III. Die Nachfolge angetreten und ist die Karriereleiter weiter hochgestiegen. 2008 wurde er vom norwegischen König Harald zum Ritter geschlagen. Nun residiert er am größten Pinguin-Outdoor-Pool Europas. Ganz standesgemäß. Nachdem die Enten ausgezogen sind, holt sich Hildegün eine Art Pacht aus den Häuschen. Die wertvollen Daunen, die die Enten in den Nestern zurückgelassen haben. Als nächstes werden sie gereinigt. Dabei bleiben die feinen Daunen auf der sogenannten Daunenharfe hängen. Schmutz und grobe Federn werden abgeschüttelt. Das funktioniert, weil Eiderdaunen kleine Widerhaken haben, die sie zusammenhalten. Dadurch entsteht auch ihr außergewöhnliches Isolationsvermögen. Hildegün und ihre Nachbarn füllen damit Kissen und Decken, die sie für mehrere tausend Euro verkaufen. Die Produkte sind zwar heiß begehrt, aber sie produzieren zu wenig, um davon zu leben. Es ist mehr ein Zubrot. Die Entenhüter von Lornan machen ihre Arbeit nicht nur wegen des Geldes, sondern in erster Linie wegen der langen Tradition. Die ist so einzigartig, dass die UNESCO den Vega-Archipel im Jahr 2004 zum Welterbe erklärt hat. Die Eiderenten profitieren von dieser uralten Beziehung zwischen Mensch und Tier und der unmittelbaren Nachbarschaft zu den Entenhütern. Am Bodensee muss man genauer hinsehen, um so eine Verbindung zwischen Mensch und Natur zu entdecken. Denn was hier schön und grün ist, besteht überwiegend aus Landwirtschaft. Und wo Äcker und Monokulturen entstehen, finden Vögel kaum noch Futter. Die Folge: In den letzten Jahrzehnten hat die Anzahl der Vögel um 65% abgenommen. Das Vogelsterben scheint unaufhaltbar. In der Nähe des Bodensees wohnt ein Mann, der sich die Rettung der Vögel auf die Fahnen geschrieben hat. Oh, hier haben wir gerade sogar einen relativ seltenen Vogel bei uns. Gimpel. Haben wir nur noch sehr wenige, die haben sehr stark abgenommen. Professor Peter Berthold ist renommierter Ornithologe. Ich fange in der Regel eigentlich schon an, meine Ohren nach draußen zu
orientieren, solange ich noch im Bett liege. Das heißt, wenn um eins ein Waldkauz ruft, wache ich natürlich auf und höre den. Wenn um zwei nachts der erste Kuckuck ruft im Frühjahr, höre ich den. Wenn einmal in 25 Jahren hier unten in der Wiese um 3 Uhr ein Wachtelkönig ruft, stehe ich senkrecht im Bett. Der ehemalige Leiter des Max-Planck-Instituts für Ornithologie beobachtet seit langem, wie der Lebensraum der Wildtiere durch die moderne Landwirtschaft verschwindet. Doch er hat eine Vision. Eine Landwirtschaft, die Platz für Tiere lässt. Lange sucht er nach einem geeigneten Stück Land, um diese Vision zum Leben zu erwecken. Ein kleines Biotop soll es werden. In seiner Heimatgemeinde Billafingen findet er eine 10 Hektar große Wiese. 2004 rücken dann die Bagger an und machen aus der Wiese einen Weiher mit 3 Inseln. Die Kosten von 300.000 Euro für diese Verwandlung wurden von der Heinz-Sielmann-Stiftung übernommen, die sich dem Naturschutz verschrieben hat. Für Insekten wurde die Oase schnell zu einer neuen Heimat. Auch für Bekassinen, die nach Larven und Würmern suchen. Und der Höckerschwan findet am Heinz-Sielmann-Weiher Wasserpflanzen und Schnecken. Im Herbst, wenn dann die Schwalben wegziehen und hier durchs Land rasen und überall sozusagen verzweifelt nach Insekten suchen, kommen zum Heinz-Sielmann-Weiher und stellen plötzlich fest, hier sind Wolken von allen möglichen Mücken und Diptheren und so weiter, bleiben hier. Dann haben wir an einzelnen Tagen hier schon über dem Weiher 3000 Rauchschwalben gehabt, die hier gejagt haben, dann im Schilf übernachten und am nächsten Tag weiterziehen und sicher sagen, Mensch, das war mit die tollste Stelle, die wir auf der Querung von Deutschland getroffen haben. Doch ein einziges kleines Biotop reicht nicht aus, um die Vögel in die ganze Region zurückzuholen. Peter Berthold ist seit Jahren auf der Suche nach weiteren Orten und Gleichgesinnten. Martin Kessler ist einer von ihnen. Mit einem kleinen Verein setzt er sich für den Erhalt von Streuobstwiesen ein. In den üblichen Monokulturen stehen die Bäume dicht an dicht, um Maschinen die Ernte zu erleichtern. Ganz anders die Streuobstwiese. Dieses Biotop bietet Insekten, Vögeln und anderen Wildtieren reichlich Nahrung. Die Blaumeise frisst Blütensamen und verbreitet sie so weiter. In den Stämmen alter Bäume findet der Grünspecht gute Nistplätze. Und der Turmfalke kann hier jagen. Über den Sommer werden aus Blüten Früchte. Von dem nicht geernteten Obst profitieren viele Wildtiere, wie die Feldmaus und der Kleiber. Genauso wie der Buntspecht. Martin Kessler hütet neben den alten Obstsorten auch einen Schatz von über 5000 Pflanzen- und Tierarten. Von Peter Bertholds Plan, in jeder Gemeinde ein Biotop zu errichten, haben inzwischen auch Privatleute gehört. Heute besucht er eine Familie, die ihm ein Grundstück samt Tümpel zur Verfügung stellen will. Er hat sofort eine Idee, wie man das Biotop gestalten könnte. Da können wir ein paar Inseln machen. Und da wird man ungefähr 3/4 davon Weiher machen und den Rest drumherum Schlamm machen, ein bisschen randgenäht. Und das wäre toll. Ja, genau. Das wäre ein formidabel. Ja. Mhm. Auch an diesem Platz wird eine Oase für Vögel entstehen. Apropos Vogelschutz. Am anderen Ende der Erde beschäftigt man sich praktisch jeden Tag mit der bedrohten Vogelwelt. Den Neuseeländern ist sie nämlich so wichtig, dass seit den 90er Jahren schützenswerte einheimische Vögel ihre Geldscheine zieren.
wie beispielsweise die gefährdete Saumschnabelente auf dem 10-Dollar-Schein. Wie war das nochmal mit den Banknoten in Europa? Ach ja, genau. Darauf sind Portale, Brücken und Fenster abgebildet. Ob die Biotope rund um den Bodensee tatsächlich halten, was sie versprechen, können nur harte wissenschaftliche Fakten zeigen. Kurz nach Sonnenaufgang spannt Peter Berthold seine Netze am Heinz-Sielmann-Weiher auf. Wenig später sind die ersten Vögel ins für sie unsichtbare Netz gegangen. Behutsam befreit der Vogelkenner die Tiere. Kohlmeisen sind zwar keine Rarität, aber auch ihr Bestand ist geschrumpft. Und deswegen freut sich Peter Berthold über jede Sichtung. Jeden Vogel beringt er, damit man ihn wiedererkennt, wenn er noch mal woanders ins Netz geht. Hat schön gerufen? Huit. Fest steht, dass hier um die 100 Vogelarten lebten, bevor es den Heinz-Sielmann-Weiher gab. Inzwischen sind es schon über 180 Arten. Dass auch Gesetze helfen können, zeigt die Einführung der Vogelschutzrichtlinie in der EU. So konnte sich beispielsweise der Kranich in den letzten Jahrzehnten erholen. Dank neu geschaffener Schutzgebiete wuchs der Bestand in Westeuropa von 45.000 auf über 300.000 Vögel an. Wir müssen uns sozusagen heute und morgen ans Werk machen, Spaten unter den Arm klemmen und möglichst überall diese Biotope einrichten. Wenn wir die haben, können wir ganz vielen Vögeln, mindestens der Hälfte unserer noch existierenden Vogelwelt helfen. Und dasselbe gilt natürlich für Amphibien, für Insekten, für Pflanzen und so weiter. Also diese Biotope bringen enorm viel. In nur 15 Jahren ist es gelungen, wildtierfreundliche Biotope an 130 Standorten rund um den Bodensee zu schaffen. Und weitere Projekte sind in Planung. Peter Bertholds Beispiel zeigt, auch als Einzelner kann man im Naturschutz viel bewegen. Engagierte Menschen in aller Welt zeigen, dass es sich lohnt, für das Gute zu kämpfen. Ups. Sie versuchen täglich, unsere Welt ein Stück besser zu machen. Wir finden, es ist Zeit für noch mehr gute Nachrichten vom Planeten.